Hallo meine YouTube-Addicts, mein Freund und ich haben uns heute spontan dazu entschlossen, dass wir gerne nach Budapest fahren würden. Und ja, genau das haben wir dann einfach gemacht. Und wir sind jetzt in Budapest und ich dachte mir, ich vlogge mal wieder ein bisschen mit und zeige euch, was ich denn so mache. Ich war nämlich letztes Jahr im April das erste Mal hier und wir haben uns eigentlich richtig in die Stadt verliebt. Es ist richtig, richtig schön. Es ist eine richtig coole Stadt, wenn man eben auf diesen Altstadt-Flair steht, gerne gut essen geht und ja. Wir haben zwar lange überlegt, ob wir überhaupt das Land verlassen sollen, weil ihr wisst schon, da ist so ein gewisser Virus unterwegs, aber wir haben uns dann letztendlich irgendwie doch dazu entschieden, dass wir für 3 Nächte eben hierher fahren. Man kann nie wissen, was sein wird. Man kann nicht wissen, ob sich die Grenzen wieder schließen oder nicht. Und genau, wir haben einfach die freie Zeit, die wir hatten, genutzt und uns heute eben spontan dieses Airbnb gebucht und sind einfach total happy, dass das noch zur Verfügung war. Es waren übrigens voll viele coole Unterkünfte noch zur Verfügung, aber ich denke mal, das hat damit zu tun, dass derzeit halt wirklich fast jeder am Meer ist. Zumindest wenn ich Instagram öffne, dann schaut es einfach ganz danach aus. Aber genug gelabert, ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz die Wohnung und ja, ich kann euch dann gerne auch noch die Unterkunft unten verlinken, falls ihr auch mal in Budapest sein solltet und für Pärchen oder auch Freunde, finde ich, ist die Wohnung wirklich sehr, sehr empfehlenswert und wir sind auch ja direkt im Zentrum. Room Tour begins! Ich habe es ganz kurz auf Instagram gezeigt, aber ich möchte YouTube natürlich nicht vernachlässigen. Hier haben wir ein WC. Ich finde das ja eigentlich nicht so spannend, aber there you go. Dann hier ist eigentlich der Flur, also so kommt man direkt in die Wohnung hinein. Dann hat man hier eine Küche und eigentlich alles, was man halt so braucht. Sogar noch eine Kaffeemaschine und ja, Kühlschrank mit Gefrierschrank. Dann habe ich noch von zu Hause eine Wassermelone mitgenommen. Ich glaube, das geht immer. Und jetzt muss ich sagen, es ist zwar schon ja, nach 20 Uhr, aber es ist wirklich heiß. Also es hat draußen noch um die 30 Grad. Hier ist übrigens unser Wohnzimmer. Und alle Ventilatoren und auch die Klimaanlage ist in vollem Gange. Ich finde es richtig schön, wenn wir eben mehr Leute wären. Hört ihr draußen die Sirenen von der Rettung? Ja, aber wenn wir mehr Leute wären, dann könnte zum Beispiel hier auch noch jemand schlafen. Allerdings, kleine Notiz, man kann diese Wand hier nicht verschließen, also das ist ein Durchgehraum. Dann kommt man hier von einer Seite quasi in das Badezimmer. Found it. Hier sind wir jetzt im Badezimmer. Ich mag das immer ganz gerne, wenn man wirklich so einen großen Spiegel auch einfach hat. Hier bin ich. Dann haben wir hier so eine ja, Walk-in-Shower, hier nochmal ein WC, also theoretisch könnten mein Freund und ich gleichzeitig aufs WC gehen in derselben Wohnung. Das können wir bei uns zu Hause nicht. Genau. Und hier ist dann noch das Schlafzimmer. Mein Schatz chillt hier schon. Hello. Alle Fenster, die ihr hier seht, gehen quasi direkt hinaus auf die offene Straße, deshalb hört man hier hin und wieder auch mal ein bisschen Lärm nach oben dringen. Ich habe auch schon so einen kleinen Matratzentest gemacht und die ist leider sehr hart. Also das ist der einzige Minuspunkt aktuell. Ich dachte mir, ich nehme euch einfach wieder mal mit. Ich hoffe nicht, dass dieser Vlog genauso wird wie der Vlog, den ich vor einem Jahr gedreht habe. Aber den könnt ihr auch, euch auch ganz, ganz gerne anschauen. Mein Freund hat übrigens nie ein Shirt an für alle, die interessiert. Jetzt essen wir ein bisschen Melone. Und bei der muss ich sagen, die war schon fällig, oder? Also sie ist definitiv überreif.
Überrasch. So, wir sind jetzt on the go. Wir gehen jetzt gleich mal zu ein paar Secondhand-Shops. Das letzte Mal war ich hier nur in einem Store, und zwar im Humana Vintage. Da habe ich nämlich so viele Sachen gefunden, dass ich dann zu gar keinem anderen Store mehr bin. Aber heute wollen wir einfach ein paar mehr austesten. Und ja, auch mein heutiges Outfit ist Secondhand. Das habe ich über Kleiderkreis gefunden und I love it. Das ist quasi mein Dream Dress. Ich habe so viel zum Anprobieren. Ich konnte es fast nicht tragen. Ich bin jetzt gerade im Humana. Und ja, let's go. Also da mochte ich den Rücken am liebsten. Aber ich glaube, für einen Kauf, ja, reicht es nicht. So, wir sind jetzt gerade zurückgekommen. Und wir sind einfach so im Arsch. Ja, man kann jetzt zwar mit der Metro auch fahren, aber wir sind eigentlich das meiste zu Fuß abgegangen, weil eigentlich alles innerhalb von ja, 10 bis 15 Minuten Gehreichweite war. Genau. Und ich habe tatsächlich was gekauft. Ich war ja jetzt, ich glaube, ich war in ungefähr 5 Vintage-Läden. Mein Freund war mit. Hat aber dann am Schluss meistens draußen gewartet, weil er schon keinen Bock mehr hatte. Aber ich bin happy mit meiner, da hinten ist er, ich bin happy mit meiner Ausbeute. Ich dachte mir, ich kann euch ja dann einfach morgen meine Pieces zeigen. Die sind alle, also das habe ich alles bei Humana Vintage Boutique gefunden. Das war schon letztes Mal mein Favorite und es ist auch dieses Mal wieder mein Favorit. Wir chillen jetzt erstmal, hier seht ihr meinen Freund schon, ganz gemütlich. Dann, see you later. Good morning, ich mache mir jetzt gerade einen kleinen Snack, um den Tag zu starten. Ich habe das beim Billa gekauft. Das sind so vegane Porridge-Portionen mit Mandelbutter und Salted Caramel. Ich werde das jetzt gleich mal testen. So schauen diese kleinen Portionen aus. Und ja, man gibt das quasi einfach in eine Schüssel. Das ist die einzige Schüssel, die es hier gab. Und leert das dann quasi hier rein. Und einen Kaffee gibt es auch noch für mich. Das ist jetzt erstmal mein Breakfast mit der kaputten Schüssel. Okay, let's try it. Ich habe das jetzt ja, so ein paar Minuten noch stehen lassen, habe umgerührt und jetzt kommt der Taste-Test. Also es schmeckt jetzt nicht unbedingt nach Salted Caramel, eher nur Karamell. Ich habe auch eben was gesucht, was man gut auf Reisen essen kann. Weil oftmals hat man ja dann nicht unbedingt Hafermilch dabei und die ganzen extra Toppings. Also zu Hause ist natürlich immer Luxus, aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr schnell was braucht und quasi nur heißes Wasser zur Verfügung habt.
Wir sind jetzt gerade beim Streetfood Market, der heißt Caravan. Und da gibt es eigentlich ganz viele verschiedene Stände und wir wussten gar nicht, dass der auch überdacht sein kann. Also eigentlich gar kein Stress, es hat nämlich heute voll geregnet und wir sitzen jetzt aber trotzdem überdacht. Also falls nochmal ein Gewitter runterkommt, sind wir auf jeden Fall safe. Ich habe mir heute mal Fast Food bestellt. Falls es euch interessiert, es ist ein veganer Burger und zwar habe ich mir jetzt den Hot Cheesy Dip bestellt. Der hat gegrillte Seitan, Karottenspeck und noch ein paar andere Sachen drin. Und dann wollte ich noch die veganen Nuggets probieren und ja, ich warte jetzt gerade drauf. Mein Freund ist auch noch gerade bestellen und ich habe ja auch so einen Timer bekommen. Das heißt, ja, das vibriert dann, wenn es fertig ist. So schaut jetzt das Essen aus. Ich habe Hamburger-Soße genommen. Keine Ahnung, ob das ein Fehler war. Ich habe mir ja 4 Nuggets noch dazu bestellt und das ist der besagte Burger. Der ist riesig. Ich kann ihn nicht mal ganz in den Mund nehmen. Aber er ist ganz gut. Das Patty schmeckt nicht wirklich nach Fleisch oder so, sondern eher nach Brot. Aber ja. Auf jeden Fall essbar. Ich möchte nicht immer alles so mies bewerten. Reintippen. Die Nuggets sind sehr crunchy und sehr zu empfehlen. Und auch die Hamburger-Soße sieht schlimmer aus, als sie ist. Sie ist nämlich echt gut. Und das geht einfach nicht. Das ist zu groß, um das zu essen. Deshalb habe ich hier 2 Brötchen draus gemacht. Zu eklig aus, oder? Gar nicht mehr. Hallo, es ist schon wieder der letzte Tag. Ich frage mich echt, wie das immer so schnell vergehen kann. Die Wohnung ist echt der Hammer. Es ist super, super hell. Die einzigen Minuspunkte, die es gibt von mir, ist, dass das Bett ist mega hart. Also ja, be prepared oder schlaft auf der Couch, das geht auch, also das hat mein Freund gestern gemacht. Und die Wohnung ist direkt neben einer sehr lauten Hauptstraße, was dann wirklich dazu geführt hat, dass der Schlaf einfach nicht so tief gewesen ist. Hallo meine YouTube-Addicts, wir sind jetzt eigentlich schon seit längerem wieder daheim, aber ich wollte euch ja noch die Sachen zeigen, die ich im Humana Store in Budapest mitgenommen habe. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach nochmal ganz schnell, welche schönen Sachen ich gefunden habe. Ich werde es dann auch noch anprobieren, dann könnt ihr auch noch schauen, wie das ganze Getrag ausschaut. Auf jeden Fall fangen wir mal mit den Accessoires an. Das ist dieser schöne Gürtel hier, der ist aus ja, braunem Leder mit so goldenen Details. Und lustigerweise habe ich gerade jetzt auch so einen Gürtel, aber ich habe eben von dem nur einen und ich finde, man kann nie genug Basic Pieces haben. Dann geht es zum nächsten Teil und zwar ist das so ein, ja eigentlich einfach ein Shirt, aber ich fand hier oben die Details so richtig cute, man kann das hier auch noch zuknöpfen. Und das hier hat 2450 Forint gekostet, ich kann euch da noch hinschreiben, wie viel das umgerechnet in Euro ist, aber eigentlich hat jedes Oberteil um denselben Dreh genau das gekostet und ich fand das auch richtig, richtig günstig. Und hier mag ich auch einfach diese Verzierungen und auch diese Farbe, die ich momentan sehr, sehr gern mag. Also euch wird auffallen, dass eigentlich fast alle diese Sachen sind so ein bisschen in neutralen Tönen. Dann eigentlich auch was sehr, sehr Spezielles eigentlich. Das ist eine Weste, die ist so ein bisschen dicker und ich bin ja momentan sowieso voll der Westen-Fan, aber bei der habe ich mir gedacht, die kann man auch voll cool über so einen Trenchcoat drüber ziehen. Ich habe ja einen Vintage Burberry Coat und da könnte das eigentlich echt recht cool aussehen. Und ja, bin eigentlich voll happy mit dem Fund. Die hat etwas mehr als 10 Euro gekostet, finde ich aber dafür, dass sie in so einem tollen Zustand ist, echt noch sehr, sehr günstig eigentlich. Dann das nächste Piece, das habe ich schon ein paar Mal getragen jetzt in letzter Zeit. Es ist einfach so ein, ja, so ein lockeres, luftiges Karo-Kleid. Mag ich auch sehr gerne.
Das wären nicht meine Grüße gewesen, aber es hat hier vorne so ein Band und das kann man ganz gut quasi an der Hüfte befestigen und enger machen. Yes, also insgesamt habe ich mir 1, 2, 3, 4, 5 Teile mitgenommen, 6 mit dem Gürtel. Also für meine Verhältnisse ist das wirklich viel. Und was ich dann aber mache, ist, dass ich wirklich auch regelmäßig einfach aussortiere. Ich mache meine Insta-Sales, ich stelle oder ich sollte mal wieder was auf Kleiderkreise online stellen. Aber prinzipiell genau nehme ich nur Sachen mit, wo ich mir wirklich denke, das werde ich hoffentlich sehr, sehr oft tragen. Und dann haben wir hier zwei Teile, die sehr ähnlich sind, was den Stoff anbelangt. Ich schaue mal schnell rein, was da steht. 100% Viskose. Genau, bei Viskose war ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht der Stoff ist, der einen so richtig zum Schwitzen bringt. Ich werde es dann aber eh merken, weil das ist ein langes Kleid und ist so ein bisschen ein festerer Stoff. Und ich dachte mir wirklich, dass es vielleicht auch sehr cool wäre, so ein Kleid mal auch im Winter zu tragen. Und ich finde es einfach sehr schick. Und fühle mich ganz, ganz wohl da drin. Das kann ich euch dann eh auch noch zeigen. Und das letzte Piece, also mein allerletztes Piece, ist auch etwas, zu dem ich nur sehr schwer Nein sagen konnte. Das hat 1680 gekostet. Genau, das sind so ungefähr 4-5 Euro. Genau. Und ja, das ist einfach so ein Polunder, auch wieder aus demselben Stoff. Der ist hier vorne so ein bisschen gerippt. Und ja, ist einfach ganz gemütlich, simpel und ohne viel Schnickschnack. Ihr könnt mir ja gerne Bescheid sagen, welches Piece euer liebstes Piece ist. Auch wenn ihr schon mal in Budapest wart, ich würde mich voll freuen über ein paar Geheimtipps. Für mich war es wirklich nicht das letzte Mal, dass ich dort war. Und ja, es war auch um diese Jahreszeit einfach ein bisschen ruhiger, weil viele einfach am Meer waren. Oder vermutlich irgendwo anders. Deshalb war auch unser Airbnb günstiger. Das habe ich euch auch noch verlinkt. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich einfach bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.